Marottinale, das Figurentheaterfestival in Karlsruhe, haben wir ins Leben gerufen, um die Akzeptanz des Figurenspiels ein bisschen zu erhöhen. Das heißt also, um andere Gruppen einzuladen, die selbst mit Figuren spielen und hier ihre Kunst zeigen, die sehr verschiedenartig ist und sein kann. Und wir also den Zuschauern zeigen wollen, was alles möglich ist in diesem Bereich Figurentheater. Denn die Animation von Material ist eine sehr spannende Theaterform und wir sind der Meinung, dass noch zu wenig Leute um das Figurenspiel wissen und deshalb haben wir uns vor vielen Jahren entschlossen, so ein Festival zu kreieren. Jetzt die 11. mittlerweile. Die Eröffnung ist seit 2 Jahren im Tollhaus. Wir haben dieses Jahr den Duda Paiva da gehabt aus Brüssel. Ein Tänzer, der eigentlich aus Brasilien stammt und mit Großfiguren tänzerisch umgeht. Und das ist eine ziemlich tolle Sache gewesen. Das Publikum war begeistert. Auf einer großen Bühne mit knapp 400 Zuschauern war das ein besonderes Ereignis. Und wir versuchen also jedes Jahr so eine Form im Tollhaus stattfinden zu lassen, damit noch mehr Leute so eine Großbühnenshow sehen können, was hier in unserem kleinen Haus nicht möglich ist. Dann haben wir Kollegen aus Nürnberg da gehabt, die spielen mit Lehm. Das klingt sehr simpel, ist aber eine tolle Umsetzung gewesen, die also quasi aus Lehmfiguren formen und diese gleichzeitig beleben durch teilweise Bewegung und durch Sprache. Und für die Kinder so einen Zugang schaffen zu Figurentheater, weil in dem Moment erst das Bühnenbild bzw. die Figuren entstehen vor den Augen der Kinder, was ja vorher eigentlich nicht der Fall ist. Also man hat fertige Bühnenbilder, fertige Figuren, aber in dem Moment entstehen die und da ist der Reiz natürlich noch viel größer. Es wird also etwas aus Material geschaffen und es wird aber gleichzeitig auch wieder vernichtet. Das Lehm wird plattgerollt mit einer Kuchenrolle und dann ist alles wieder weg und kann wieder neu entstehen. Dann hatten wir Pantomime da. Da wird immer wieder gefragt, ist Pantomime Figurentheater? Im weitesten Sinne schon, weil es ja so eine Zwischenform zwischen Schauspiel und Figurentheater darstellt, weil ja Pantomime eine Überhöhung ist, eine Stilisierung von Bewegungen, die etwas mit Figurentheater zu tun haben und auch diese räumliche und körperliche Distanz in Form von Bewegung darstellen. Und wir sind der Meinung, das passt sehr gut dazu. Und eine Gruppe haben wir schon seit mehreren Jahren mit beim Festival und das Publikum ist begeistert gewesen. Das heißt also, wir hatten recht, dass wir auch das pantomimische Spiel mit in unser Festival für Figuren reinnehmen und das hat ja auch gut funktioniert. Dann haben wir noch Gruppen da gehabt, die früher in Frankreich lebten, jetzt mittlerweile in Mecklenburg, die auch mit großen Figuren ein Stück hatten, was sehr, sehr witzig war. Bu heißt das, geht um Erschrecken, wo kleine Kinder ihre Angst besiegen können, wenn sie mit dem kleinen Hasen und dem Mädchen auf die Reise in den Keller und in den Garten gehen und zum Schluss kommt raus, dass jeder vor jedem Angst hat und letztendlich muss man keine Angst haben, weil alles, was sich irgendwie bewegt und unheimlich ist, ja natürlich in der Fantasie der Kinder und auch der Menschen überhaupt so ein Angstobjekt darstellt. Aber ich glaube, dass die Kinder sind ganz mutig da aus der Vorstellung rausgegangen und werden weniger Angst haben. Der Fußmord und andere Liebesdramen, eine Künstlerin, die aus Bayern kommt und die nur mit Füßen spielt. Auch eine sehr interessante Form, die kleine Liebesdramen und Morde darstellt und nur ihre 2 Füße und ihre 2 Hände benutzt. Und das ist von der Form mal eine völlig andere Dimension und deswegen ist das ziemlich gut angekommen. Auf die Dauer ist es dann, ja, es ist ein sehr unterhaltsamer Abend gewesen, kann man das so formulieren, also eine sehr schöne Sache, die über 1 Stunde hier im Theater zu sehen war. Wir hatten natürlich auch Studenten da aus Berlin, das ist natürlich unbedingt erwähnenswert, die ihre Vordiplome vorgestellt haben und die wir in Zukunft regelmäßig mit hier ins Boot holen wollen. Also Studenten aus Stuttgart von der Hochschule und aus Berlin. Und diese beiden Gruppen werden sich wahrscheinlich dann abwechseln in den nächsten Jahren. Und das war für die auch eine tolle Situation, hier ihre Arbeiten vorstellen zu können. Mit dir kann man nicht reden, wirklich.
alle waren eigentlich begeistert von unserem Publikum, weil, muss ich wieder sagen, wir ein sehr gutes Publikum haben, die über viele Jahre mit auf die Reise genommen werden, hier Figurentheater zu sehen und natürlich ihre Sehgewohnheiten auch ein bisschen ändern und ein bisschen anspruchsvoller werden, weil Marotte ja auch sehr viele verschiedene Formen auf die Bühne bringt und wir versuchen auch anspruchsvolle Figurentheater zu machen.